Hallo YouTube. Was macht ein Farmer, wenn er mal Urlaub braucht? Richtig, er spielt die Ananasinsel von Redkeinstoß, die Pineapple Bay. Er hat sie bearbeitet, ist im Mod-Hub, Link packe ich dabei. Ist für euch jetzt nichts Neues. Für mich ist neu, ich bin gerade etwas überrascht, muss ich sagen, weil ich auch nicht angeschrieben wurde. Macht aber nichts, ist nicht schlimm. Ich kümmere mich im Moment auch gar nicht um den LS. Insofern ist es okay. Aber wenn natürlich meine Urlaubsinsel quasi rauskommt oder überarbeitet wird oder erweitert wird, es ist eine Vierfach-Map, ist ein Riesenprojekt, was der liebe Redkeinstoß sich da aufgelastet hat. Oh, und der Startpunkt ist schon mal richtig schön. Ich bin jedes Mal wieder geflasht, wenn ich das hier sehe, ey. Das kommt auf den Fotos nicht so rüber, ne? Es kommt einfach nicht so rüber. Nein, ist natürlich eine Riesennummer, so eine Vierfach-Map. Er macht das stückchenweise und immer, wenn er was Schönes hat. Jetzt ist die Seasons ready. Er hat auch noch geschrieben, welche Seasons er empfiehlt. Ich habe es jetzt leider vergessen. Was, hier muss ich rein? Ich hätte schwören können, ich muss in die andere. Nee, ich muss in die andere Richtung. Das ist doch gar kein Weg in die andere Richtung. Ach, da vorne, oder? Neue PDA-Map hat er gebaut. Ich komme in den Weg nicht. Ach, hier ist der Weg. Puh, sicher, dass ich hierher fahren will? Okay. Ja, wir fahren mal hierher. Es ist auch so, ich mache mal die Zeit auf 7. Ich werde nicht speichern. Keine Angst. Mal gucken. Ich hatte eben auf den Bildern gesehen, das Wasser sieht so toll aus. Das ist so richtig so Südseewasser, ne? Das hat so ein Schimmer. Ein bisschen doller Wellengang. Ne, das hat so richtig so, ja, so Südsee-Flair, ne? So stellt man sich die Karibik vor. Ich weiß nicht, ob man die Wasseroberfläche noch ruhiger kriegen könnte. Ich weiß nicht, wie das geht. Da ist so ein Shader ist dafür zuständig. Ich weiß aber nicht, ob das schon das unterste ist oder ob der noch weniger geht. Ich hätte gerne noch weniger, obwohl die Bäume, es ist ein bisschen windig hier. Auf unserer kleinen Ananasinsel. Keine Angst, Ananas kann man nicht anbauen. Aber es gibt einen neuen Hof. Mit Kuhstall. Mehr Details. Und zwei neue Dörfer. Zwei und neue Felder. Zwei steht da nicht. Steht nur neue Felder. Okay. Im Süden. Deswegen fahre ich hier querfeldein Richtung Süden. Und für eine Vierfach-Map, Leute, ist das schon ein echter Burner. Ne? Das muss man wirklich mal so sagen. Ich bin ja eh ein großer Fan von so Redkeinstoß und auch von Richie F., der übrigens auch die 3-Sterne nochmal sich rangeknöpft hat. Die müssen wir uns auch angucken. Das Video werde ich aber wahrscheinlich nicht heute machen. Das hebe ich mir dann für später auf. Wird auf jeden Fall auch noch kommen. Ne? Im Moment bin ich, wie gesagt, mehr so auf Ark. Boah, ist das geil, so eine Plantage hier. Es ist so authentisch, ne? Es ist so authentisch. Man könnte wirklich meinen, er ist da gewesen, diese Insel gibt es wirklich. Also, ne, könnte man meinen, die gibt es nicht, aber man könnte es meinen und er hat es quasi abgemalt. Schon schön. Ja, hier wegen Baumwolle und so, ne, deswegen soll man, wenn man mit Season spielt, das Geo reinmachen, weil das normale Seasons unterstützt, glaube ich, gar keine Baumwolle, ne. Man muss echt aufpassen, dass man nicht wie so ein angesenktes Piep-Piep-Piep über die Map fliegt. Boah, guckt euch das mal an, ey. Ach, manchmal habe ich dann doch wieder Lust, so ein bisschen LS zu zocken, aber ich weiß, dass ich mich wieder nur ärgere. ihr wisst ja alle, mittlerweile ist es ja wirklich ein alter Hut. Der LS19 bleibt uns noch länger erhalten. Ne? Also vielleicht kommt das nochmal wieder hier. Ich weiß nicht, was der Helfer zu solchen hochgezogenen Ecken sagt. Da am Berg, ne, war das Feld so hochgezogen. Da haben manche Gerätschaften Ärger mit. Alter, das ist so Urlaub hier, ne? Die Straße könnte noch ruhig, also wenn es nach mir ginge, ja, immer mein persönlicher Wunsch, könnte ruhig in einem etwas schlechteren Zustand sein. Nicht viel, aber so ab und zu mal so ein Humpf. Kennt ihr das? So, oh, scheiße, was soll das denn, ne? Einmal kurz geguckt, ob das Auto vielleicht doch ein Schiebedach hat. Wenn nicht, hat es jetzt eins. Alter, wer baut denn hier Kartoffeln an, ey? Sehr schön, ne? Da fliegt ein Flugzeug.
Okay. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich darf immer nicht so schnell mit der Kamera hin und her schwenken. Aber ich will immer überall gucken, ne? Und das Problem ist, das Video, der nimmt ja nicht alle Bilder auf, weil ich es halt so eingestellt habe, dass er nicht alle Bilder aufnimmt. Wahnsinn, ne? Und dann kommt YouTube, der lässt auch noch mal ein paar Bilder weg. Und wenn man dann die Kamera so schnell bewegt, dann sieht das ziemlich spooky aus im Video. Ich weiß das. Das sieht bei mir nicht so hardcore-mäßig aus, ne? Also bei mir ist das schon eine sanfte Kamerabewegung, aber ist ja klar, wenn man jedes zweite Bild weglässt, dann sieht das ziemlich schnell aus im Video. Wahnsinn. Was ein Wahnsinn. Ein Dorf? Wo ist denn wohl das Dorf? Also wir sind ja immer noch auf dem Weg Richtung Süden. Wie gesagt, eine Vierfach-Map. Eigentlich müsste man hier mit so einem Big Butt und dann richtig durcheskalieren, ey. Man müsste es einfach mal machen, ey, aber... Oh. Dann so richtig Ekstase hier. Mal die ganz... Also diese richtig abgefahrenen Sachen machen, ey. Und vor allen Dingen hier diese ganzen Sachen, die es ja beim letzten... was war denn? Letztes Mal war nicht Platin, letztes Mal war Gold, ne? Als auch eine Giants-Map so in diesem Style rauskam. Da waren ja alles diese ganzen Sämaschinen und so, die waren alles viel zu breit. Die sind also zusammengeklappt so breit, dass du in Deutschland gar nicht mitfahren darfst, ne? Oh, guck mal, hier so wie der Rand. So muss die Straße, also nicht muss, aber, ne? Guck dich das mal an hier. Ich mag die Vegetation hier auch. Es ist sehr grün auch alles. Obwohl natürlich klar viel rote Erde, aber überall wächst was. Das ist schon schön. Und hier kommen wir ein bisschen ins Bergige. Boah, und dann so richtig so mit Road Trains und so. Also hier kann man schon ganz böse durcheskalieren. Ne? Guckt euch das mal an hier. Wie kann man nur so... Das kannst du doch fotografieren als Postkarte verkaufen, oder bilde ich mir das mal ein? Mann, ey. Das ist also, wie gesagt, das ist die Map für alle, die jetzt gerade nicht in Urlaub fahren können. Weil kein Geld oder keine Zeit, kein Urlaub gekriegt oder so, ne? Die sollten diese Map hier auf jeden Fall spielen. Das ist ja gemein. Hier müssen wir durch den Fluss. Wir müssen hier durch den Rio Grande. YouTube, wir werden alle sterben. Ich muss mal einmal kurz gucken, bin ich denn überhaupt noch südlich? Ja, ich war schon im Süden. Ah, oh, jetzt sehe ich auch den Unterschied. Ayakabuku. Oh, ja, also ich habe gerade auf dem anderen Monitor habe ich die PDA-Map, wie sie im ModHub ist. Oh ja, jetzt sieht man auch den Unterschied. Alles klärchen. Also, nee, der Hof war vorher schon da. Das Feld 44 war vorher nicht da. Die Felder sind größer geworden hier. Das war nicht da, das war alles noch nicht da. Feld 50, das hier, gab es alles noch nicht auf dem PDA. Und hier hat sich auch irgendwas getan. Warte mal, das Feld? Das sah vor anders aus. Das sah vor einfach ein eckiges Feld. Das hat jetzt eine Schräge gekriegt. Dafür ist das eckige Feld mit dem so schräg verschmolzen, so ein bisschen. Das gab es vorher auch schon. Hier scheint es auch irgendwas Neues zu geben. Die 13 sah vorher nur so eckig aus. Die hat hier noch so einen Bauch bekommen. Hier unten sind neun Felder. Alles klärchen. Alles klärchen. Aber ich habe instinktiv einen sehr guten Weg gewählt, merke ich gerade. Weil die Felder hier sind neu. Wir müssen dann nur gleich sehen, dass wir hier wieder zurückfahren. Oder wir fahren durch die neuen Felder und dann fahren wir hier wieder zurück. So. Alles klar. So, ab dafür. Herrlich. Eine sehr schöne Flussdurchfahrt. Und wie ist das Wasser denn? Ist das auch so? Ja, der Shader ist auf der ganzen Map der gleiche. Boah, aber ich mag dieses, also hier passt dieses Wasser sehr schön rein. Das gibt dann so Urlaubsfeeling irgendwie. So, richtig Serpentinen hier. Also hier muss man jetzt nicht unbedingt mit dem Roadtrain hoch, ne? Den sollte man irgendwo oben parken auf der Hauptstraße. Der koffert hier auch nicht schlecht rum, der Typ hier.
So, und das hier sind die neuen Felder. Und natürlich auch in einer angemessenen Größe. Sind aber noch nicht... Das ist einfach nur Gras, ne? Muss ich das erst noch urbar machen, oder was? Hä? Gras ist das nicht. Doch, Gras ist es auch. Doch, das ist einfach nur Gras, ne? Ja. Ja. Also hier gibt's... Ach so, ja klar, er hat ja auch einen Hof mit Kühen gemacht. Dann ist natürlich nicht schlecht, wenn man auch Gras hat, ne? Ob denn da hinten... Da ist auch noch so ein geiles Haus. So wie das halt so ist, ne? Einfach so ein Haus mitten in der Landschaft. Das gibt's hier bei uns auch wenig. Müssen wir einmal zu dieser Bude hinfahren. Hier hätte sogar eine Einfahrt. Oh Leute, habt ihr schon mal eine Vierfach-Map gesehen, die so verspielt gebaut worden ist? Das kriegt man ja direkt mit der Angst zu tun, ey. Guckt euch das an. Wahnsinn. So, wir müssen jetzt hier vorne wieder zurück. Ich fahre mir so querfeldein runter. Weil ich will hier vorne hin und ich habe gerade auf die Uhr geguckt und es läuft die Zeit davon, YouTube. Alter, was hat der denn hier gebaut wieder? Müssen wir mal eben gucken. Voll die Ruine, hör mal. Oh, 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 hier ist aber auch... Eieieiei. Schlechte Wegstrecke hier. Alter, guckt euch das mal an. Wo hat der diese Sachen her? Das ist eine Abrisskante da. Bodenerosion. Ich will in diesen gewaltigen Steinbruch reingucken. Ah, kann ich hier von der Brücke aus gucken? Also den Kuhhof habe ich noch nicht gefunden, ne? Wir machen ein bisschen Überminuten. Ist ja auch eine Vierfach-Map, ne? Wenn man da ein bisschen drauf rumfährt. Aha, was ist das da für ein Schild? Geil. Hier wird wohl Zement gemacht. Ob das Türchen wohl aufgeht? Was meint ihr? Nee. Ach so, kann man das vielleicht öffnen? Ich meine, gut, warum sollte ich bei fremden Leuten die Tür aufmachen? Oh, ich kann bei fremden Leuten die Tür aufmachen, okay. Ja, das ist so, Diego hat man ja auch Vertrauen als Zementgrubenbesitzer. Wie nennt man das denn? Berg-Tagebau, so. Haben wir in Paderborn nicht? Nein, haben wir nicht. Hier sitzen sie alle, Ilse Zement und wie sie alle heißen, Heidelberger Zementindustrie und was hier noch alles ist in Paderborn. Also Paderborn und Umland, ne? Sogar hier wachsen Büsche und Gras und gedönst, ey. Oh, das vergessen die meisten. Wie gesagt, für meinen Geschmack könnte es noch mehr sein, aber immerhin, ey, es ist überall ein bisschen Gras. Guckt euch das mal an. So an der Kante entlang bei dem Haus und unter dem Silo und so. Alter. Ja gut, also Zement wird hier nicht abgebaut. Das sieht man. Das könnte schon mehr so eine Art Goldader sein oder sowas. Was ein kranker Typ, ey. Guckt euch das mal an, was der für ein Ding hingebaut hat. Mann, 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 ey. Mal gucken. Okay. Das ist also doch von der Struktur her geht es. Ach so, das ist nur so ein Auffangbecken. Ach, das ist ja rattenscharf. Oh, ich liebe dieses Wasser so. Oh, geil. Wo gibt's
gibt's denn solche Armaturen? Wo sind die? Aus welchem Dings? Ja, ihr merkt, ich bin da nicht mehr so tief drin in dem ganzen Business hier, ne? Sehr schön, ey. Sehr, 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 sehr schön. So, wenn wir uns jetzt die Tiere anmachen, ne? Kriege ich dann wohl die Mukus noch zu sehen heute? Da hinten. Ey, das schaffen wir noch. Komm, wir machen ein bisschen über Minuten, ja? Wir müssen einmal hier runter und dann rüber und dann sind wir schon da quasi. Wir schaffen das, YouTube. Gemeinsam kriegen wir das hin. Hoppala. Boah, was ein geiler Boy, ey. Ja, ich habe alles gegeben am Lenkrad, aber irgendwie hat es nicht gereicht. Ich habe es schon gemerkt, als ich abgebogen bin. Ich so, nee, das wird nichts. Ah, ich fahre lieber durchs Tor. Ich weiß nicht, ob hier ein Zaun geht. Ich war gerade kurz überlegen, ob ich aber so quer rüber jumpe. Siehst du, dann hätte ich hier unten vor dem Zaun gestanden. Das hätte garantiert nicht geklappt. Ah, jetzt muss ich hier so die Map rasen. Mein Gott, wie kann man nur so eine... so eine schöne Map bauen in der Größe, ey. Wer ist er denn hier? Das sind auf jeden Fall Teile von dem Kloster. Wahnsinn. 60 war hier. Ui. Ja, das schaffen wir. 16 pro Reifen kriegen wir hin. So. Weiter Vollgas. Es muss ja hinter der 10 sein irgendwo, ne? Ja, ist für euch jetzt doof, dass ihr die Map nur im Vollgas seht. Oh. Ja. Das Problem ist, mit Zuckerrohr und so kann ich nichts anfangen. Aber hier könnte man maismäßig, weizentechnisch, Sonnenblumen... Overdose. Ups, jetzt war fast hier die Blonen gefahren hier. Ja, wie unromantisch ich hier durch die Baustelle gefahren bin, ich weiß. Ich bin im Stress. Ich meine, es gibt immer mal wieder eine Stelle, wo etwas weniger Details sind, aber Herrgott. Herrgott, ey. Dafür gibt es andere Bereiche, wo man nur denkt, wow. Kinnlage runter, so schlunk. Liegt das Ding da auch komplett auf dem Tisch. Oh, schöner Ziehbrunnen. Wo hat ihr denn diesen schönen Ziehbrunnen her einmal? Zugeschüttet, verdammt. Oh, dieses Wasser, ey. Wenn ich noch einmal dieses Wasser sehe, dann suche ich meine Badehose, Leute. Ich schwöre. Dann jump ich da rein in so einen Tümpel. Hier sind die Mukus. Ah, Standardhof. Okay. Das ist immer das Schwierigste für so einen Mapper. Gebäude zu finden, ne? Wo willst du Gebäude herhaben, ne? Aber er hat auch gesagt, man soll sich hier noch ein bisschen was beiplatzieren. Er hat Platz gelassen. Er hat so quasi den Grundstein gelegt und den Rest muss man dann hier selber machen. Ist ja auch nicht schlecht. Also die Kühe müssen jetzt nicht im Winter draußen schlafen. Hä? Auf einer Ananasinsel? Nein. Ja, ist auch ein schönes Schüppchen. Ja, hier muss doch so eine abgefahrene Bude hin, ne? Was ist denn hier mit dieser Standard? Die Standardhalle aus dem letzten LS. Gold. Kann man da einen Kuhstall draus bauen, wenn man die Trigger da reinmacht? Das wäre eine Bude, die würde hier so schön hinpassen. Ne? Ich weiß natürlich ob es schon verbaut ist. Das kann sein, dass das Ding schon irgendwo steht. Ich habe es noch nicht gesehen. Ne? Das ist eine Vierfach-Map. Ich komme schon mit normalen Maps. Nicht klar, wie soll ich da eine Vierfach-Map können? Ne? Wahnsinn, der Typ. Ja, also ganz liebes Dankeschön. An den Redkernstoß, scharfer Boy. Und er weiß ja auch, diese rote Erde und nee, das kenne ich ja gar nicht von zu Hause und das will ich jetzt auch nicht und bäh. Und das weiß er auch. Aber trotzdem macht er weiter und haut dieses Ding raus. Obwohl er genau weiß, es ist nur ein ganz kleines Publikum, was er da hat. Ne? Und trotzdem da so viel Liebe. Also man merkt, er macht es für sich und er teilt es mit uns. Und da bin ich ihm auf ewig dankbar, dass er einfach sowas mit uns teilt. Das ist einfach super, super.
Diego ist draußen. Habt euch lieb.